Ich finde seinen Mut faszinierend, ich finde seine Energie faszinierend, wenn er das dann auf die Beine stellt, wie schnell das geht, wie präzise er arbeitet, wie toll die Konzepte sind. Da ist nichts dem Zufall überlassen, wobei er dem Zufall alles überlässt, weil er weiß, dass es keinen gibt. Es ist eigentlich schade, dass es jetzt vollendet ist. Nein, weil er, wie er ganz genau sagt, ist so eine Vollendung immer nur ein Beginn. Wir können uns noch auf viel freuen.